Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal was Besonderes, nämlich eine Hofvorstellung mit Mikro. Nicht im Zeitraffer vom Milchviehbetrieb Ferienhof Wolf, auf dem wir ja schon seit jetzt fast 1,5 Jahren arbeiten, den wir ja übernommen haben. Also fangen wir beim Farmhaus an, ganz Standard LS, dann hier unser Lisa Pickup. Hier die Milch kann man hier dann mal abtanken. Muss ich mal schauen. Hier haben wir die Werkstatt, die ich aber eigentlich selten hernehme. Werde gleich sehen, warum. Dann gehen wir hier mal hoch, weil hier oben steht unser neuer Mulcher. Ja, ihr seht, er lässt grüßen. Den habe ich natürlich von dir. Ich kann euch gerne auch mal seine Hofvorstellung in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr sich anschauen. Sehr, sehr nice auch geworden, muss man echt sagen. Er hat halt auch den, sagen wir mal, besseren Hof von uns zwei. Spielt natürlich auch schon länger auf der Map. Hat schon mehr Maschinen, aber egal. Ja Leute, dann kann man hier auch direkt schon, ihr habt es schon gesehen, durchgehen zu unserem Häcksler Krone Big X. Wird auch bald zum Einsatz kommen, dann wenn wir häckseln. Hier unseren Kais Puma in Schwarz, auch in der letzten Folge erst schwarz geworden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden mit der Lackierung auch. Da machen wir hier mal zu, damit das nicht nass wird da drinnen. Hier Silageballen, die werde ich zum Kühefüttern hernehmen. Ja, hier kann man auch in den Kuhstall reinschauen. Der ist jetzt nichts Besonderes, Standard wie halt in der Ellerbach. Er so ist, da sind auch meine Hühner, mein Pool. Ja, ich glaube in den Kuhstall muss ich jetzt nicht groß reingehen. Wisst ihr ja, wie der aussieht. Auch mein Misthaufen, hier eine und die Universalstaufel von mir. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal auf. Und dann seht ihr schon hier meinen Glas Tucano. Die Mitte in dem Glas war 770 Schneidwerk. Dann hier, habt ihr wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Ich habe ein neues Mähwerk. Hab mich weniger gekostet, wie ich eingenommen habe, durch Mähwerk und Schwader. Ja, hier eine Preis-Mittel-Kombo von Klaas, Gras Rand, wie sie halt in der Platinum Expansion enthalten ist. Hier die HD Mega Feldspritze, der Kuhn Axe, eine Querneland, TLX Geospreed. Bin sehr zufrieden mit dem, da kannst du dir auch die Reichweite einstellen. Hier ein Frontgewicht mit Warnstreifen, Dünger und 16 Silageballen. Ja, dann dürfte die Halle eigentlich erklärt sein. Hier haben wir meine 6 Meter Sämaschine mit Direktsaat, ein Gewicht und den Formtag dabei. Hier meinen Deutz 7250. Der ist auch richtig nice. Dann hier meinen Fendt Vario 724 Profi Plus, auch ziemlich nice, ist auch in der letzten Folge erst zugekommen. Ich bin viel mit ihm gefahren, wie ihr seht, der hat jetzt 1,1 Betriebsstunden. Dann hier unseren Case, kleiner Kotflügelradler, auch mit 0,4 Betriebsstunden. Dann hier unseren Krampe Big Body 790 Krampe Kipper mit dem 100 Jahre Limited Edition. 100 Years of Krampe. Dann hier den Böckmann-Anhänger, mit dem wir auch den Gabelstapler und so transportieren. Zu dem kommen wir jetzt auch gleich. Hier unseren Ursus T127, den werde ich noch umpacken. In welche Halle seht ihr gleich. Hier unser Hauer Schneeschild. Muss man nicht viel dazu sagen. Hier unsere Saatgruppe, Big Packs, Bodenprobenentnahmegerät, Gabelstapler, Pflug, Einzelkorn-Sämaschine. Die zweite, die ich inzwischen habe. Hier unser Drehschemel-Anhänger, hätte ich fast vergessen. Unser Ballenaufsammler hier für den Telelader. Unser Glas Scorpion 1033 hat auch schon 2,6 Betriebsstunden, ist hier vorne voll mit Silage. Dann würde ich sagen, schauen wir mal aus dem Hof raus. Hier zum Multikaufstation. Zusatzhaus für den John Deere, den wir mal hatten. Novak Flagge. Hier Dieseltank, Novak Flagge wieder. Garage.
Hier noch der Werkstatt, deswegen nehme ich auch die andere eigentlich nicht her, weil hier kann ich mit Zwillingsbereifung drauf tun und dann komme ich auch noch raus aus der Halle. Weil bei dem anderen ist es so, da kommst du eigentlich nicht mehr raus. Bei manchen Traktoren. Hier mein Güllefass, mein Düngerstreuer, mein Bruns. Dann hier meine Glas Quadrant 5300 FC, Ballenpresse. Auch sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, machen wir da mal zu. Ist auch eine Leimbindermaschinenhalle. Ja, hier habe ich neue Textur draufgepackt. Jetzt kann ich das Feld zwar nicht mehr mähen, aber ich habe dafür richtig geile Sachen reingepackt in die Halle hier. In die Halle wird auch bald viel mehr kommen. Also unter anderem der Ursus. Also der Deutsch ist noch nicht dran. Ja, hier übrigens, Grüße an den Zuschauer, alles mit Kredit finanziert. Ich kann es dir zeigen. Ich kann es euch zeigen. 1 Million Kredit habe ich jetzt. Ja, wird mich einiges kosten, aber ich konnte mir dadurch diesen wunderschönen Rübenvollernter Holmer, den Zweiachser kaufen. Dann perfekt in der Farbe noch. Also passt perfekt von der Farbe dazu. Unseren Grimme Varitron. Ja, 470, glaube ich, muss ich nicht dafür zu sagen. Der ist nämlich Standard im LS. Ich habe jetzt nicht den Mod genommen. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt, die brauchen wir die für die Kartoffel und die Rübenernte. Beide. Ich habe nämlich sehr großes Kartoffelfeld, kann ich euch ja zeigen. Hier, das da. Und das da. Und ja, hier. Also ich habe 3 Kartoffelfelder. Und das ist einfach nur krass. Und da brauche ich einfach eine große Erntemaschine. Ja. Hier unseren Deutz-Fahr, den neuesten Erwerb von uns. Das ist so halb Vorführtraktor, halb Kauf. Ich habe ihn mir jetzt mal gekauft. Es ist aber teils auch ein Vorführtraktor. Also ich soll es eine neue Ausführung davon. Hier mit dem goldenen Strich. Warrior. Ja, ich soll ihn einfach mal zeigen am Hof, weil ich ja der größte Bauer eigentlich bin. So, hier unser Lizard Selfmade, 1000 Kilo Gewicht. Hier unsere Rau Unisem Einzelkanzelmaschine. Und hier unser Robert, wie heißt er denn? Ich muss ihn kurz nachschauen. Den kann ich mir nicht merken, den Namen. Oder besser gesagt, den. Wo ist er denn jetzt? Habe ich den jetzt übersehen? Wo ist der? Ist der bei den Gewichten da hinten erst? Ja, da ist er. HB 2500 hat, glaube ich, 2500 Liter Ladinhalt. Ja, sehr, sehr nice. Für die Rüben- und Kartoffelernte. Ja, hier, Deutz. Sehr geil, würde ich sagen. Machen wir hier zu und rennen mal ganz auf easy schnell zum Pickup. Ach komm, lass uns mal schnell durchschalten. Seht ihr nochmal meine Maschinen im Schnelldurchlauf? Ein paar von meinen zumindest. Dann würde ich sagen, fahren wir zum Schafhof, weil das ist auch der letzte Hof, der wo mir noch gehört. Und auch, ich finde auch der einzige außer dem Wolf der geile, weil der hat halt Schafe und das kannst du dir sonst nirgends kaufen. Was ich mir natürlich, da seht ihr auch meine Kühe, die sind mehr geworden. Ich hatte nämlich mal, ja, durch den Verkauf 2 Traktoren und den Kauf eines, durch den das 700 Vario, hatte ich zu viele Kühe, die haben wir dann auch in der letzten Folge, also hatte ich zu viel Geld, die habe ich für Kühe und Schafe aus, die beiden haben wir auch in der letzten Folge verfolgt, so, versorgt, jetzt haben wir auch einen Unfall gebaut, aber dann würde ich sagen, fahren wir weiter zum Schafhof. Mit Vollgas natürlich. Ich würde sagen, dann fahren wir hier einfach mal. Biegen wir einmal ganz frech ab. Mir gehört der Wiese eh. Dann kann ich hier über den Feldweg auch fahren. Der Pickup hält das aus, der hat eine gute Federung. Müssen wir uns nicht hinter die. Der ist auch hier in Hofberg. Bass. Passt, würde ich sagen. Ja, hier seht ihr auch unsere Schafe schon.
hier am Weg auf dem Berg. Sehr, sehr nice Hof auch, wie ich persönlich finde. Stellen wir mal den Motor ab, damit es nicht zu laut ist. Ja, hier können wir auch noch mal was reintun. Da können wir auch noch Sachen Maschinen reparieren. Mal jetzt mal zu. Kann man das zumachen? Ja, kann man. Gut. Will ich aber nicht. Hier Wasser, Futter für die Schafe. Da oben ist nichts drin. Kann man das auch? Hallo? Kommen wir jetzt nicht mehr raus oder was? Gut, dann machen wir jetzt mal die Tor auf und dann geht das auf? Nein, gut. Ja, dann machen wir hier mal wieder zu. Hier können wir auch mal vielleicht mal Maschinen kleine rüberfahren. Geht nicht auf. Schade, ich kenne mich auf dem Hof noch nicht so aus. Hier kann man auch reingehen. Cool. Kann man da auch schlafen? Nein, das kann man nur am Standardhof. So, dann hier den Schafwolle. Die könnten wir auch mal, wie Julius wieder zum Beispiel, hier drin lagern. Geile Idee, Julio. Ja. Müssen wir mal den Gabelstapler rüberfahren. Aber damit die Folge dann nicht zu lang wird für euch, würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ciao. Ciao.